10 Arten von Brawl Stars Spielern. Der übertriebene Lieblingsbrawler. So, dann gehen wir durch meine Brawler durch. Also, wir sehen an sich, ne, ich habe 35 Brawler. Also, eigentlich könnte ich mal anfangen, mal langsam einen zu pushen. Aber ich weiß nicht, ich finde die eigentlich alle ziemlich langweilig, muss ich sagen. Also, ich habe eigentlich jeden Brawler auf 0 Trophäen, außer Bayon. Alter, wie geil ist bitte Bayon? Schaut ihn euch an. Also, erstmal muss man sich die Fähigkeiten von Bayon anschauen. So, jetzt sehen wir hier. Bayon hat die höchste Range im Spiel. Wie geil ist das erstmal? Das heißt, wir können hier auch treffen und ihn jetzt vergiften. Und das krasseste ist, wenn wir ein Teammate haben, dann können wir damit healen. Das ist ultra krank. So, wenn wir jetzt hier getroffen werden, können wir das Gadget drücken und dann können wir uns einfach wieder hochhealen, ganz entspannt. Und dann habe ich das Beste erwähnt, ist auch ein Werfer. Habt ihr das gesehen? Gut, das Ding ist, ich habe jetzt nicht getroffen, aber gut war es trotzdem. Und dazu habe ich diesen kranken Overlord Bayon Skin. Schaut euch diesen Skin an. Ich habe ansonsten gar keinen Skin, aber der ist ultra krass. Nur Power 11 müssen wir bald erreichen. Dann wäre es perfekt. Aber ich habe auch richtig viele Pins schon für Bayon gesammelt, weil ich einfach Bayon am liebsten mag. Der mit zu vielen Accounts. Oh mein Gott, ich war bei 40.000 Trophäen und bin jetzt nur noch bei 30.000. Oh, ich war schon ewig nicht mehr auf meinem alten Main-Account. Was mache ich denn jetzt? Erstmal schauen, was die anderen Accounts machen. Oh mein Gott. Mein Pay-to-Win-Account ist auch unter 10.000. Wir waren bei 10.000. Jetzt sind wir bei 9.900. Boah, das wird aber schwer werden jetzt. Oder wir fangen auf meinem Free-to-Play-Account an. Das ist halt jetzt auch die Frage, ne? Ich meine, den habe ich auch schon ewig nicht gepusht. Okay, welchen Account nehme ich denn jetzt, Alter? Oh, die ganzen Opening-Accounts. Alter, Speedrun-Account haben wir auch noch. Mein dritter Pay-to-Win-Account. Oh, dann noch der Account von meinem 50.000 Gems Opening. Der ist inzwischen auch gar nicht mehr so gut. Dann mein zweiter Free-to-Play-Account und mein fünfter Pay-to-Win-Account. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Der komplett überlevelt ist. Oh, meine Power Level 11 Shelly ist immer noch auf 0 Trophäen. Boah, okay. Erstmal das Gadget auswählen. Boah, also ich hoffe, dass die anderen Gegner nicht so krasse Gadgets haben werden. Starpoint nehmen wir jetzt mal die hier. Dann nehmen wir die beiden Gears und dann haben wir noch den Goldskin. Das wird hart werden. Okay, Runde geht los. Alter, ich bin absolut krank nervös jetzt. Oh mein Gott, der erste Gegner. Ey, dem haben wir es aber richtig gegeben. Meine Güte. Ey, der hat ja gar keine Chance gehabt. Jetzt haben wir direkt zwei Cubes. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Runde, sage ich euch, wie es ist. Okay, da hinten ist jetzt ein Bull. Gadget, Gadget, Gadget. Ich habe nicht getroffen. Egal. Oh, ey, Alter, wir sind richtig gut gerade. Oh mein Gott. So, jetzt haben wir jetzt noch die nächste Kiste. Sind wir schon bei 4 Cubes. Da ist noch einer. Ah, komm, Gadget. Oh, na, oh. Alter, oh mein Gott. Junge, ich bin direkt Showdown. Wie krass bin ich mit? Das muss ich noch den Bären killen und dann habe ich das schon. So, zack, da laufen wir einfach rein und... Boah, Alter, ich bin gut in Brawl Stars. Der zu viele Gems hat. So, dann starten wir mal Brawl Stars. Mal schauen, was heute so abgeht. Oh, ich habe schon wieder 1900 Gems. Was soll ich denn jetzt damit anfangen? Okay, wir schauen erstmal, was so in den Spielmodi abgeht, okay. Okay, das ist ganz nice, aber das bringt uns gar nicht. Wir haben immer noch 1900 Gems. Okay, wir gehen erstmal in den Brawl Pass und keine Ahnung, was wir da am besten machen. Also ich würde sagen, wir aktivieren den erstmal mit 250 Gems. Aber wir haben... Okay, es geht die Batterie auch noch leer. Wir haben immer noch 1700 Gems. Was mache ich denn damit? Okay, wir gehen erstmal in den Shop. Das muss uns ja helfen. Mal schauen. Noch mehr Gems! Ich verzweifle. Okay, wir holen uns erstmal die Gratis-Gems ab. Oh mein Gott, das ist okay. Das ist hilfreich. Okay, wir müssen erstmal in den Shop nach ganz rechts. Bevor wir nämlich immer was ausgeben, natürlich erstmal Creator-Code Jojonas eintragen. Ganz wichtig. So, und jetzt ist natürlich die Frage. Boah, ich will halt gar nicht alle Sachen. Aber ich muss sie ja wohl kaufen, ne? Also Wächter Rico, 150 Gems. Der ist ganz in Ordnung, den will ich aber eigentlich gar nicht unbedingt. Aber jetzt haben wir ihn halt. Oh, wir haben ein neues Skinset hier. Den gibt es noch nicht mal, den hätte ich jetzt gekauft. Was mache ich denn jetzt mit den ganzen 1500 Gems? Aber den Octopus Fang Skin, den können wir uns natürlich kaufen, aber... Ich bin gerade echt überfordert. Okay, wir kriegen hier noch einen Pin, das ist ganz nice. Dann haben wir noch Powerpunkte, die hauen wir einfach mal auf Shelly. Dann haben wir noch einen Karl-Spray und einen Boxerin-Spray. Und dann noch die Megabox. Ich glaube, das war's schon. Ich fasse es nicht. Okay, vielleicht ziehen wir noch irgendwas. Mal schauen. Erste. Nee, wir ziehen nicht mal was. Wir haben immer noch 1300 Gems. Was mache ich denn jetzt? Dann kaufen wir uns auch noch den Skin hier. Den will ich gar nicht, aber was soll ich halt machen, ne? Und den Nussknacker-Geld... Oh mein Gott, ey. Den will ich eigentlich auch nicht. Naja, wenigstens habe ich Jojonas damit supportet. Das ist immerhin etwas, aber ich habe immer noch 1000 Gems und jetzt bin ich absolut verzweifelt. Der sagt, er wäre schlecht. Ich in Brawl Stars? Nein, ich bin leider richtig schlecht. Ich habe einen Rekord von nur 52.000. Ich müsste schon längst bei 60.000 sein. Ich habe zwar 20.000 3 vs 30, das ist ganz in Ordnung, aber ich habe halt nur sehr, sehr wenig Showdown-Siege leider. Und die meisten meiner Brawler sind nicht mal auf 1000 Trophäen.
Das ist richtig unangenehm eigentlich. Das ist schon fast peinlich, gerade zu zeigen, den Account. So, wir sind jetzt in einer scheidenden Runde für 1000 Trophäen mit dem neuen Brawler Otis. Auf geht's. Ich habe echt ein schlechtes Gefühl, ey, muss ich wirklich sagen. Ich team halt auch nicht so, ne? Das ist halt das Problem. Okay, wir haben schon mal einen Cube. Das Ding ist, ich will halt nicht teamen und das macht uns halt echt hier sehr schwierig. Ne, den Team jetzt auf jeden Fall nicht. Das hat ein Energy, das muss mir weglaufen. Auf jeden Fall ist zu riskant. Nice, erster Kill, let's go. Ich glaube, die Cubes können wir uns eher... Oder doch, wir können die Cubes auch nehmen. Und der nächste Kill. Oh nein. Oh nein. Oh, wir sind Siebter geworden. Es haben alle gegen uns geteamt. Ich bin so schlecht in Brawls. Ich habe nicht mal die 1000 Trophäen gepackt. Der, der seine Gems falsch ausgibt. Alter, 170 Gems, richtig geil. Oh mein Gott, ich habe Creator Code Jonas vergessen. Oh Mann, ey. Hoffentlich hat er das nicht mitbekommen, ey. Da wird er richtig sauer. Okay, erstmal schauen wir. Alter, wie geil ist der Skin denn bitte? 150 Gems. Boah, okay. Also ohne Witz, den müssen wir uns so fett kaufen, wirklich. Alter, wie geil ist das denn bitte? Und wir haben noch ein paar Gems übrig. Ja, 30. Reicht für eine Big Box, ganz ehrlich. So, zack. Und noch Power... Oh, das hat sich richtig gelohnt, auf Shelly direkt drauf. Und geil. Perfekt. So, gestern die Gems für Sally Nani ausgegeben. Mal schauen, was heute so abgeht. Können wir direkt eigentlich heute pushen. So, einen Gem haben wir jetzt noch übrig. Alter, mir fällt gerade auf, ich habe vergessen, den Brawl Pass zu kaufen. Oh mein Gott. Ja, ganz ehrlich, passiert. Kann ich mir halt einfach, keine Ahnung, in 2 Jahren oder so dann kaufen. Oh, das interessiert auch sowieso keinen, ganz ehrlich. So, Shop. Und was ist das denn für ein Angebot? Seit wann bringt Supercell... Oh mein Gott, Alter. Warum? Egal, kann er nicht so... Oh mein Gott, wir haben noch ein Megabox-Angebot. 25% Rabatt. Einen mythischen Brawler auch noch? Oh mein Gott. Powerpunkte, Pinpack. Oh, wahrscheinlich auch noch neue Skins, Alter. Komm. Ich habe immer noch eine gratis Brawlbox. Und ich könnte mir auch einen epischen Brawler, Alter. Ohne Witz. Ich hätte einfach meine Gems nicht ausgeben sollen. Der, der sich zu krass fühlt. Oh mein Gott. Ein neuer Tag in Brawl Stars beginnt. Und wir schauen uns erstmal meinen Account an. Ich weiß ja nicht, wie dein Account ist. Aber mein Account ist schon mal komplett insane. Ich habe zwar ein paar Freunde, die auch ganz gut sind, muss man sagen. Aber ja, ganz ehrlich, an meinen Account kommt keiner ran. Und meine Freunde sind übrigens auch schon mal krasser als deine Freunde, würde ich nur festhalten. So, wir sehen hier erstmal, ne, von den Trophäen. Also die unteren ignorieren wir ein bisschen. So, alle über 500, ne, komplett easy. Erstmal habe ich alle Brawler und auch ganz viele Star Powers, Gadget. Ich glaube, es erklärt sich von selber, ne. So, und jetzt schaut euch hier mal diesen Account an, Alter. Das ist einfach komplett wahnsinnig. Hier die Level 30er, die Rang 30er, Wahnsinn. Dann habe ich auch Otis direkt Rang 25. Da haben wir ihn doch. Rang 35, Mr. P. Also da kommt keiner ran. So, was ich noch nicht erwähnt habe, natürlich habe ich auch so ziemlich alle Skins. Wo kann ich es mal zeigen? Hier, Tara zum Beispiel, ne. Zack, zack, den hier habe ich, den hier. Oder Crow ist eher krass, ne. Hier, zack, da. Dann haben wir den Goldmecker Crow. Also wir haben halt eigentlich jeden Skin. Ich meine, wer hat das halt auch nicht, ne. Das Wichtigste natürlich in meinem Profil, wir sehen Rekord bei 40.000. Dann haben wir ganz viele 3-Uses-3-Siege, ultra schwierig, absolut krass und ja, genau. Aber fragt bitte nicht, warum ich mal bei 40.000 war. Die Frage kann ich leider nicht beantworten. Aber wir halten fest, mein Account ist ultra krass, ich habe alle Brawler und dein Account ist kacke. Der Abgehobene. So, dann gehen wir mal in Brawl Stars rein. Das allererste, was wir ganz wichtig immer machen müssen, wenn wir in Brawl Stars sind, bitte nicht stören. Das ist das Allerwichtigste. Aber ganz ehrlich, ich will überhaupt nicht belästigt werden von den ganzen Leuten, die mit mir spielen wollen. So, weiter geht's. Wir sehen es hier direkt. Freundschaftsanfragen. So, ganz ehrlich, den lehnen wir ab. Den lehnen wir ab. Den lehnen wir auch ab. Den auch. Den auch. Den auch. Den auch. Den auch. Der hat 30.000. Reicht nicht. Ablehnen. 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 38.000. Ablehnen. 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 39. Nein. Ablehnen. Ablehnen. Okay. Ja. Komm. Ablehnen. So, vielleicht morgen. Mal schauen. So, wir gehen jetzt erstmal in eine Solo-Runde rein, aber ich weiß ja sowieso, dass die meisten mir nicht gewachsen sind. Ja, das denkt sie, ne? Ja, ja, ne, keine Chance. Direkt in die erste Kiste, so. So, der denkt, er will Team mit mir. Wahrscheinlich team ich mit dir. Oh mein Gott, wie unangenehm. Ja, jetzt merkt er, glaube ich, selber, was er da macht, ne? Oh mein Gott, wie unangenehm, Alter. Ich denke, wir Team. Er ist tot, ne? So verdient. Ich weiß es nicht. Also, wenn irgendwer denkt, er könnte mit mir teamen. Also, sorry, aber warum sollte ich? So, nächster Kill, let's go. So, der denkt auch, er wüsste es, ne? Nein! Glück gehabt. Ja, komm, ganz ehrlich, der hätte viel mehr Cubes, was soll ich machen? Ja, Platz 4, 57 Trophäen, ist in Ordnung. Aber ganz ehrlich, wenn die alle nicht teamen würden, würde ich eh gewinnen. Das Kind, das jeden nervt. Du spielst gerne Frank? Alter, Frank ist doch total bescheuert. Ich hasse Frank. Was willst du damit? Kann ich bitte mitspielen? Kannst du mich bitte in Brawl Stars hinzufügen? Könnt ihr meinen Brawl Stars Kanal abonnieren? Komm, 1v1 in Brawl Stars. Ich bin ein absolut krasses Tier. Ich bin so gut in Brawl Stars. Oh mein Gott. Guck mal, das ist mein Account. Ich bin so krass. Oh mein Gott. Ich bin so heftig. Der, der nie einen legendären Brawler bekommt. So, ich brauche endlich meinen ersten legendären Brawler. Oh mein Gott, ich warte schon so lange da drauf. Alter, wir sehen es
hier. Ich habe so viele Brawler, aber die legendären. Ey, wir brauchen einen unbedingt. Komm, wir öffnen mal eine Box. Wir haben auch 87 Gems. Oh, da ist einiges. Ist die Chance da? Jetzt ist die Chance da. Okay, wir öffnen jetzt eine Megabox. Vielleicht schaffen wir es. Das ist kacke. Eine Ewigkeit später. Ey, ich spiele jetzt schon so lange Brawl Stars. Ich habe als Kind schon immer versucht, einen Legendären zu ziehen, aber ich habe immer noch keinen Legendären. Es wird mal Zeit kommen. Wir haben jetzt wenigstens eine Big Box. Vielleicht wird das mal was, aber... Alter, ohne Witz, das kann nicht wahr sein. So, ich habe jetzt extra hier ein paar Gems aufgeladen, um jetzt einfach mal dieses Angebot zu kaufen. Vielleicht haben wir ja Glück. Auf geht's, 119 Gems. Und wir haben... Oh mein Gott, bitte. Oh mein Gott, das ist Squeak einfach. WTF. Egal, wir haben eine zweite Box und... Ey, das ist unmöglich, wir ziehen nie ein. Ich bin inzwischen 70 Jahre alt, ich habe nicht mehr Haare und ich habe immer noch keinen legendären Brawler. So, wir öffnen zwei Megaboxen, das kann nicht wahr sein. Erste Megaboxen, wir haben direkt nichts. Wir haben ja noch ein paar Gems übrig, vielleicht wird das zweite kommen. Wir haben was. Also wenn das nichts ist, dann muss ich einfach aufgeben. Ich glaube, ich werde in meinem Leben keinen legendären mehr ziehen. Wir haben Gadget. Okay, wir haben noch die Big Box, das ist die letzte Rettung für uns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst wie immer gerne ein Abo da. Schaut hier noch im Abspann vorbei, da sind noch weitere Videos verlinkt zu Brawl Stars, zum Beispiel auch mein E-Sports-Team. Wie gesagt, da kommen jede Woche mehrere Brawl Stars-Videos. Schaut gerne vorbei, haut rein, bis zum nächsten Video und danke fürs Zuschauen. Ciao.